Herzlich willkommen, meine Wenigkeit, der Sky. Willkommen zu diesem Grafik-Einstellungsmenü-Tutorial Teil 2. Wenn du den ersten Teil noch nicht geschaut hast, wie man das hier erstellt, dann guck mal oben rechts gerade in die Ecke. Ansonsten hat Nico die Frage gestellt und im Video, könntest du ein weiteres Tutorial machen, in dem du halt zeigst, wenn man das Menü schließen will, dass da so ein Pop-up letztendlich kommt, ob der User das hier speichern will oder nicht. Nun, also so sieht ja aktuell das Menü aus. Das ist essentiell wichtig, um das jetzt hier zu machen. Das kann bei euch natürlich anders sein, aber ich denke mal, ihr versteht das Prinzip, wenn wir hier mit durch sind. Ich habe jetzt mir noch keine großen Gedanken gemacht. Das mache ich jetzt gerade über dieses Tutorial, aber es ist ja eigentlich relativ easy. Das bedeutet, wenn ich hier auf Start Game, also auf irgendein anderes Menü klicke, außer Options, da ich hier nur drei Buttons habe, ist das jetzt nicht irgendwie so großartig wild. Das heißt, wenn ich auf Start Game draufklicke, auf Credit, oder ja gut, Quit Game könnte man jetzt mal hier rausnehmen. Also wenn ich auf Credits oder Start Game klicke, soll er eben überprüfen, ob ich hier auf diesen Save-Button drauf geklickt habe. Und wenn nicht, soll ein Pop-up kommen. Und das werden wir einfach mal erstellen. Ich werde das hier mal alles minimieren. Und dafür gehen wir erstmal hier oben links in die Palette und geben zum Beispiel Blur ein. Also Weichzeichenfilter oder Weichzeichner. Das fügen wir ganz, ganz hinten ein. Also so. Und auf der rechten Seite in dem Details-Panel werden wir jetzt kurz mal bei Anker den Vollbildmodus hier nehmen, der unten rechts auch ist, der jetzt gerade hier so aufpulsiert oder halt sich vergrößert und verkleinert. Und entsprechend werden wir bei Offset, Right, Bottom und sowas einfach 0 eingeben, ja. So, dass der ganze Bildschirm davon jetzt betroffen ist. Als nächstes werden wir den Weichzeichner oder den Blur auf, naja, sagen wir mal 5 stellen. Auf 5. Wenn wir das gemacht haben, werden wir hier oben links eine Border suchen und diese Border werden wir einfach auf den Weichzeichner ziehen. Den Background Blur nenne ich jetzt einfach mal in Pop-Up. Genau, einfach im Pop-Up. So, jetzt haben wir Border, da klicken wir unten links drauf. Und das werden wir jetzt erstmal mittig setzen. Also hier schön mittig, dass da nichts drin ist. Aber keine Sorge, da kommt gleich noch was. Ich mache das jetzt sehr provisorisch. Bitte tut selber das Design dazu machen. Das ist ja keine schwierige Sache. Da sehe ich jetzt keinen Sinn und Zweck, da irgendwie großartig was, naja, zu zeigen, weil das muss halt bei jedem Spiel individuell sein, ne? Deswegen lohnt sich das sowieso nicht. So, ich sage jetzt bei der Farbe, dass das schwarz sein soll, mit einer Transparenz von 0,5, also 50%, so dass man so 50% da durchsehen kann oder auch nicht da durchsehen kann, einem nach, wie ihr das nennen wollt. Als nächstes gebe ich oben links mal Vertical Box ein, also Vertical Box. Das ziehen wir jetzt auf die Border und als nächstes will ich einfach mal hier einen Text, okay? Das heißt, wir geben oben links Text ein, wählen den Text hier aus und ziehen es einfach da rein. Ich mache das deswegen jetzt ein bisschen schneller, weil das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also das ist jetzt wirklich keine große Kunst irgendwie. Ja, das ist halt einfach nur Design. So, als nächstes haben wir oben rechts den Text und dort gebe ich jetzt mal Warning ein. Das könnt ihr natürlich hier beschreiben, wie ihr wollt. Darunter ziehe ich jetzt noch einen Text, ne, dass das so aussieht, der die Schriftgröße 16 als Beispiel hat. So, perfekt. Und jetzt sage ich zum Beispiel hier, was weiß ich, Warning, please save your changes first. Irgendwie sowas. Okay. Okay, das sollte soweit passen. Als nächstes benötige ich zwei Buttons, okay? Also Button Nummer 1 und Button Nummer 2. Das können wir theoretischerweise schon mal so einfügen. 1 und 2. So ungefähr. Ich würde jetzt aber aus Designgründen eine Horizontal Box hier noch hinzufügen, also Horizontal Box, die ziehen wir genau dazwischen, markieren die zwei Buttons und ziehen die hier so hin. Als nächstes markiere ich beide Buttons, wie ich das jetzt hier gemacht habe und werde oben rechts bei Horizontal und Vertical Alignment auf, was steht, wie heißt das hier, Fill Horizontally und Vertically, okay, einfach hier auf die zwei Buttons draufklicken und dann sagen Fill. Nachdem wir das gemacht haben, tun wir hier oben wieder nach einem Text suchen oder einen Text hinzufügen. Ich meine, ich muss das jetzt halt wirklich nicht wirklich erklären, weil es ist halt wirklich so basic. Das können wir auf 16 jetzt mal kurz machen. Nee, auf 16 bitte. Perfekt. Dann kopieren wir den Text, fügen wir den hier ein. Bam. Den Text nennen wir jetzt Save. Oder das hier nennen wir jetzt Cancel. Ach ja, ich sehe schon, das wird wieder ein längeres Tutorial. Aber gut. Wir klicken auf die Horizontal Box unten links und werden ein Padding bei Top von 20 einfügen, damit wir hier einen gewissen Abstand haben. Okay, soweit so gut. Wir klicken auf das, lass mich gucken, wir klicken auf die Vertical Box, also auf die allererste Vertical Box, die wir gemacht haben und sagen jetzt, dass wir generell einen Abstand von 20 hier drumherum haben wollen und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich denke, das passt soweit. Jetzt klicken wir wieder auf den Save Button und nennen diesen Button hier oben rechts BTN Save Confirm oder Confirm Save.
So, den Button daneben, den Cancel-Button, den nennen wir BTN Confirm Cancel. Nachdem wir das gemacht haben, klicken wir oben links auf Compile und dann auf Speichern. Jetzt haben wir unser Pop-up. Das reicht aber noch nicht. Wir benötigen, obwohl, ja gut, eine Animation. Ich habe ja noch ein Tutorial, das könnt ihr mal oben rechts gucken, wie man eine Animation hier zu so einem Ding hinzufügt. Das zeige ich jetzt aus Zeitgründen einfach mal nicht, weil es einfach irgendwie überflüssig ist. Einfach die Basic hier UMG-Tutorials gucken, das ist wirklich keine Kunst, das ist sehr, sehr leicht. So, als nächstes ist natürlich das Problem, dass wir das Ganze ein- und ausblenden müssen. Also, ungefähr so und so, ja. Wir starten also bei Collapse. Das bedeutet, am Anfang ist diese Anzeige nicht vorhanden. Das heißt, wir klicken auf Pop-up oder den Background Blur und tun unten rechts jetzt bei Behavior Visibility Collapsed auswählen. Ganz wichtig, okay? Collapsed. Nachdem wir das gemacht haben, sagen wir Compile und Speichern. Folgendes werden wir jetzt machen. Das hier sollte am Anfang nicht vorhanden sein. Wenn ich jetzt aber hier eine Änderung habe und die nicht gespeichert habe, also nicht auf Save gedrückt habe, dann soll dieses Pop-up kommen. Das ist sehr leicht zu machen. Dafür gehen wir jetzt in den Graph und ab jetzt arbeiten wir eigentlich nur noch in den Graph. Das Problem bei unserer Angelegenheit ist, dass ich jetzt immer gesagt habe, Apply Settings. Und das ist hier überall, wie wir sehen können. Und das soll jetzt hier nirgendwo sein, denn wir wollen ja erst diese Settings applyen, wenn wir auf Save drauf gedrückt haben. Keine Sorge, um das zu machen, markieren wir jetzt überall hier Apply Settings, wo wir das hingesetzt haben und löschen das Ganze. So, das hier weg. Und jetzt werden wir Folgendes machen. Bevor wir hier Save Settings sagen, werden wir Apply Settings bei dem Save-Button sagen. Also Get Your Game User Settings und zwischen Game User Settings und Save Settings sagen wir jetzt einfach Apply Settings. Hier haben wir es, Apply Settings. Nachdem wir das gemacht haben, ich connecte das hier kurz, werden wir das hier wieder deaktivieren und dahinter ein Save-Button haben, beziehungsweise ein Save Settings, eine Save Settings Note. Also wir verändern ja letztendlich nur den Code, den wir schon mal hatten. Wenn ihr das hier nicht habt, dann schaut euch definitiv bitte Teil 1 des Tutorials an, weil sonst kommt ihr hier nicht wirklich weiter. So, nachdem wir das gemacht haben, klicken wir auf Compile und auf Speichern. An der Stelle möchte ich kurz sagen, die Kanalmitglieder bekommen diese Sachen hier natürlich in den Kanalbeiträgen kostenlos und können das easy runterladen. Sorry, ich habe das letzte Mal vergessen. Wenn ich sowas vergesse, lieben gerne Bescheid sagen. Ich werde das letzte Tutorial und dieses Tutorial hier auf einen Schlag dann mit den Files hochladen. Nachdem wir das jetzt hier gemacht haben, sollte das Ganze so aussehen. Das bedeutet, nur wenn wir jetzt auf Save draufklicken, geht er hier in die Game User Settings, applied diese, die wir hier oben gesetzt haben, und dann saved er diese. Jetzt erinnert ihr euch, wir hatten ja hier bei dem Screen ein Save-Button. Und diesen Save-Button nehmen wir jetzt, ne? Das können wir hier auch machen. Wir haben den ja BTN Confirm Save genannt. Dort scrollen wir runter und hier haben wir den Punkt OnClicked. Da klicken wir jetzt hier auf der linken Seite auf OnClicked auf das Plus. Wie gewohnt. Und das ziehen wir jetzt hier genau unseren Option-Save-Button von dem letzten Mal. Und zack, klicken das jetzt einfach so. Beziehungsweise machen jetzt Folgendes. Das muss ich jetzt kurz mal noch editieren. Der muss ein bisschen weiter weg. Wir haben ja das Pop-up. Das bedeutet, wenn ich nicht auf Speichern gedrückt habe, soll ja erstmal dieses Pop-up kommen. Aber da in unserem Fall das Pop-up ja schon erschienen ist, wenn wir diesen Speicher-Button hier sichtbar haben, soll hier dieser Button jetzt erstmal das Pop-up generell wieder entfernen. Um das zu machen, klicken wir zurück auf den Designer, das hatte ich nicht vergessen, und klicken jetzt hier auf Pop-up. Also wo hier dieses wunderschöne Menü drin ist, ne? Pop-up. Wir klicken da drauf und sagen hier oben rechts jetzt is variable. Hier müssen wir einen Haken oben rechts machen. Nachdem wir das gemacht haben, gehen wir zurück in den Graph. Jetzt erscheint hier Pop-up und Pop-up ziehen wir jetzt einfach hier per Get in die Szene. Und jetzt sagen wir Set Visibility und jetzt sagen wir einfach Collapsed. Denn wir wollen das jetzt hier ausblenden. Das heißt, wir blenden das aus, setzen das jetzt hier so hin und verknüpfen jetzt Set Visibility mit Get Game User Settings. Das bedeutet, wenn ich auf Option Save drauf drücke, speichert er. Wenn ich das aber nicht getan habe und erst jetzt hier diesen Button angezeigt bekomme, dann tut er erst das Pop-up, was ja vorher, was wir gleich noch einfügen werden, was vorher erschienen ist, wird jetzt zerstört oder halt, naja, ausgeblendet und dann speichert er dennoch, weil wir ja auf Speichern drauf gedrückt haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage BTN Confirm Cancel, also zum Beispiel hier Cancel, dass wir nicht wollen, dass er irgendwie in irgendeiner Art und Weise, wie heißt es hier, sorry, ich stehe auf dem Schlauch. Ja, dass wir auch jetzt trotzdem das nicht speichern wollen, aber das hier ausgeblendet haben wollen, dann machen wir das wie folgt, dann kopieren wir uns den Spaß hier, so, bam, ups. Target, bumm. Das bedeutet, dann blendet er einfach ganz stinknormal das Ganze aus und es wird nichts gespeichert. So leicht ist das. Das heißt, hier haben wir den Pop-Up-Button Save und hier haben wir den Pop-Up-Button, wie heißt es, Cancel.
Und das muss beides mit Pop-Up verbunden sein bei Target, weil sonst funktioniert es nicht. Jetzt haben wir schon mal eingestellt, dass das Ganze sich schließt, dass das Pop-Up ausgeblendet wird, wenn wir sagen Save oder Cancel. Jetzt müssen wir es aber auch erstmal einblenden, wenn wir noch nichts gespeichert haben. Das ist auch sehr, sehr leicht, keine Sorge. So, ehrlich gesagt habe ich mir bis dato noch überhaupt keine Gedanken gemacht, wie wir das machen. Aber ich würde einfach sagen, da wir hier nicht eine direkte Abfrage haben, ob wir etwas gespeichert haben oder nicht. Ich habe eben gesehen, wir haben irgendwie so einen Punkt, ist dirty. Warte mal, hier müsste irgendwo ein Ding sein, dirty. Ups, wenn wir es richtig schreiben. Dirty. Is dirty. Das bedeutet, checks if any user settings is different from current. Ja, ich glaube, damit könnten wir das auch machen. Ich bin mir aber echt nicht sicher, das müsste ich jetzt nachlesen. Also unter Umständen könnt ihr das mit dieser Variable, können wir letztendlich überprüfen, ob etwas anders als vorher ist und ob das gespeichert ist oder nicht. Ich glaube, das hier ist die richtige Variable. Da ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher bin, werden wir das jetzt wie folgt machen. Wir werden jetzt letztendlich sagen, ob hier etwas gespeichert wurde. Also wir werden jetzt sagen on value changed, okay? On value changed und jetzt werden wir hier oben links eine Variable hinzufügen und nennen diese einfach settings changed, ne? Als Frage settings changed und hier sagen wir ein Häkchen ja, okay? Das hier fügen wir einfach hier ein. Wir können das auch einfach so hier reinziehen und dann sagen set, aber ich ziehe das hier immer auf den exec, weil dann wird das automatisch hier eine set note. Das hier werden wir jetzt einfach hier hin anklicken, ne? Das bedeutet, wenn ich hier irgendetwas geändert habe, dann Settings changed, ja. Wenn ich hier irgendetwas geändert habe, also on selection changed, hier steht ja auch immer, wenn eine Selektion oder eine Auswahl geändert wurde, dann okay. So, jetzt machen wir das so und dann fügen wir das hier auch noch ein, denn hier steht auch on selection changed. Also changed hier auch, wie gesagt, on value changed. Es wurde immer etwas geändert und dann heißt es immer, dass wir hier diese coole Set-Variable true haben. Jetzt gehen wir nochmal hier unten hin und sagen, wenn ich auf Button Confirm Save klicke oder Cancel, dann sollst du immer auf No gehen, also auf False. Warum füge ich diese Note jetzt hier auf False ein? Das ist eigentlich sehr, sehr leicht. Das können wir auch einfach kurz so machen, warum nicht? Machen wir es gerade so. Das liegt daran, dass wenn ich sage, es soll gespeichert werden oder wenn ich abbrechen will, dass wir hier sagen, no, also no, du sollst jetzt auf gut Deutsch jetzt nicht hier auf wahr, sondern auf falsch stehen wieder, damit das Pop-up gleich nicht ausgelöst wird. Okay, das ist ein bisschen blöd erklärt gewesen. Letztendlich soll hier diese Note letztendlich nur sagen, wann das Pop-up eingeblendet wird, also diese Warnung und wann nicht. Das bedeutet nämlich jetzt, wenn ich etwas speichere oder generell abbreche und sage, ich will es nicht speichern, dann bist du nicht mehr wahr. Das bedeutet, es soll kein Pop-up mehr angezeigt werden. Wenn ich aber etwas geändert habe, dann bist du auf True und ich muss erst speichern, bevor, also ne, das heißt, das bedeutet letztendlich, wenn hier diese Note auf True ist, soll das Pop-up angezeigt werden. Wenn ich aber gespeichert habe, dann habe ich das ja nicht mehr auf True, weil ich ja schon gespeichert habe, ja, und dann soll das Pop-up ja auch nicht angezeigt werden. Puh, ich hoffe, das hat man verstanden, aber ihr werdet schon verstehen, was ich meine, wenn wir jetzt nämlich mit den anderen Buttons arbeiten. Ich habe ja gerade eben gesagt, wir haben hier den Start-Game-Button und den Credits-Button. Und bei diesen zwei Buttons will ich jetzt überprüfen, ob wir gespeichert haben oder nicht. Wenn wir nicht gespeichert haben, soll jetzt das Pop-up angezeigt werden. So, was machen wir jetzt also? Wir haben hier den Button Play, ne, Set-Index. Und hier müssen wir jetzt gucken, hast du gespeichert oder nicht. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier irgendwo anders hingehen und sagen Branch. Dann ziehen wir Settings Change oder Get Settings Changed, ziehen wir hier raus und verbinden wir mit der Condition. Das bedeutet, wenn Settings Changed, wenn also diese Einstellungen verändert wurden, True, dann sagen wir jetzt auf der linken Seite Pop-up, Get, Set Visibility, Boom, Visible, True. Perfekt, oder? Das war es eigentlich schon. Hier das müssen wir jetzt immer einfügen, wenn wenn wir letztendlich irgendwo anders hinwollen. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt sagen wir hier Custom Event, Rechtsklick Custom Event und dann check if changes, check if settings changed, irgendwie sowas. Dann connecten wir das Ganze hier und sind theoretischerweise damit durch. Compile und speichern. So, jetzt müssen wir gucken, wo ein Button aufgerufen wird, wo wir dieses Pop-up einblenden wollen. Also er überprüft erstmal, ob sich etwas geändert hat und wenn nicht, dann passiert nichts. Und wenn ja, dann wird er dieses Pop-up hier anzeigen. Also, on clicked, hier haben wir es. If true, jetzt muss ich kurz gucken.
Aha, okay, ist true, ist mir relativ wurscht. Hier müssen wir das einfügen. Vor hier dem. Das bedeutet, wir werden kurz mal sagen, change, oder wie haben wir das hier genannt? Check if settings changed. Check if settings changed. Das hier. Muss hier oben eingefügt werden. Warum? Weil wenn dieser Button hier ausgeführt wird, dann sollen wir erstmal, wobei eigentlich spielt das keine Rolle, wir können ihn auch hier vorne, es geht ja nur darum, mein Fehler, es geht ja nur darum, dass wir hier auf den Button draufklicken und er das überprüfen soll. Ich füge das einfach direkt hier straight ein. Check if settings changed. Wenn ja, dann plupp. Und wenn nein, dann nichts. Dann machst du einfach hier diesen und fügst diesen wunderbaren Code hier aus. Jetzt brauchen wir den Credits-Button. Wo ist er? Hier haben wir den Credits-Button. Der Credits-Button, da machen wir das genauso. Ich füge das jetzt einfach mal richtig random hier ein. Sorry, wenn das nicht so schön aussieht. So, so, perfekt. Das heißt, hier könnten wir auch noch einen Play-Sound einfügen, aber das ist jetzt erstmal egal. Compile, speichern und wir sind fertig. Diese Note hier sagt jetzt nur, wenn Änderung an den Einstellungen vorgenommen wurde, dann blendest du mir das Pop-up ein und wenn nicht, dann machst du gar nichts und tust einfach den Code weiter ausführen. Genau, und deswegen haben wir auch hier immer, wenn irgendwas geändert wurde, Settings changed eingegeben oder beziehungsweise hier hinzugefügt, okay? Ich hoffe, das konnte ich ein bisschen besser damit erklären. Ich hoffe, dass das Tutorial jetzt bis dato nicht kompliziert war, also bisher nicht so kompliziert war. Ich zeige euch jetzt, was ich meine. Wir klicken auf Optionen. Jetzt muss ich kurz überlegen, ob wir irgendwas hier... Nee, okay, perfekt. Wir sagen jetzt, ich hätte gerne einen Fullscreen-Modus. Ihr merkt schon, es hat sich nichts geändert. Die Shadow-Quality soll richtig low sein. Und jetzt sage ich Start Game. Und oh, ein Pop-Up. Warning, please save your changes first. Jetzt sage ich Cancel oder Save. In dem Fall sage ich Save. Bumm, er hat es übernommen. Jetzt kann ich das Ganze nochmal machen. Indem ich sage, ich hätte jetzt gerne diese niedrige Einstellung. Wir klicken nicht auf Save, wir klicken wieder auf Start Game. Ich sage Cancel und ihr merkt schon, es ändert sich nichts. Gut, er hat das jetzt hier so immer noch stehen, aber das ist einfach deswegen, weil er das nicht resettet. Wenn wir das Spiel neu starten würden, hätte er es resettet. Ich sage jetzt hier, dass die Schattenqualität Medium sein soll. Oh, Credits, ihr habt es gemerkt, auf Credits. Ich sage Save, bumm. Also der Credits-Button funktioniert nicht, da ist ja auch keine Option oder keine Funktion dahinter. Aber um das jetzt Ganze oder das Ganze zu zeigen, es klappt auch so. Jetzt klicke ich auf Save, bumm, Start Game, Level 1. Und ihr seht schon, gut, die Schattenqualität ist so lala. Ich weiß gerade gar nicht, hatte ich die jetzt auf Maximum oder nicht eingestellt. Aber ansonsten geht es vollkommen klar, man kann sich echt nicht... Oh, das war ein Kick. Man kann sich nicht beschweren, oder? Funktioniert alles einwandfrei. Was haltet ihr davon? Ich hoffe, es war halbwegs verständlich. Das war jetzt ein bisschen durcheinander, einfach weil ich das jetzt einfach direkt aufgenommen habe. Aber es hat funktioniert. Es ist eigentlich relativ easy. Man könnte das hier noch ein bisschen ordentlicher und strukturierter machen. Aber für den Anfang, ihr versteht jetzt, was ich hier gemacht habe. Gegebenenfalls kann es durchaus sein, dass ihr wirklich mit hier dieser Funktion, da muss ich selber nochmal nachgucken, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, ich war mir da nicht sicher, dass ihr mit isDirty genau dasselbe hier checken könnt. Aber andererseits, naja, so geht's auch, ne? So geht's auch. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare. Damit, wenn ihr Probleme habt, genauso. Ihr könnt auch gerne auf den größten deutschen Anime-Engine-Discord kommen. Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Und dort könnt ihr auch Fragen stellen. Ansonsten folgt mir gerne auf Instagram, Twitter, TikTok, was auch immer. Scheiß drauf. Ihr wisst Bescheid. Immer sonntags um 20 Uhr bin ich live auf Twitch und YouTube. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.